Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Hey ihr Lieben, herzlich willkommen, vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Freut euch auf ein weiteres Interview heute, denn mein Gast ist ein Musiker mit Herz und ein echter Rockstar. Mit ihm spreche ich in dieser Podcast-Episode darüber, wie man sein Team wie ein Rockstar führt. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge und dem Interview mit Lorenzo Scibetta. Es freut mich riesig, einen weiteren Mentoren von Come to Coach heute hier im Interview zu haben. Herzlich willkommen, Lorenzo Scibetta. Einen wunderschönen guten Morgen, Norman, und Dankeschön für diese super geile Einladung von dir und introducing. Lorenzo, du bist Wahnsinn, weil wir haben es jetzt geschafft, die Uhr. Wir haben 6.57 Uhr auf die Minute genau. Wir sind eigentlich um 7 verabredet, wir talken hier schon seit ein paar Minuten. Ich glaube, so früh habe ich noch kein Interview geführt. Aber lass uns gern einsteigen in das Thema heute. Führe dein Team wie ein Rockstar. Und wenn man dich bei Facebook zum Beispiel erlebt, dann ist das tatsächlich das Leben eines Rockstars. Lorenzo, damit ich unsere Zuhörer noch ein bisschen näher kennenlernen können, erzähl uns ein bisschen mehr über dich als Privatperson. Wer ist Lorenzo Scibetta privat und was genau dein Business ist? Ja, sehr gerne. Also erstmal herzlich willkommen und guten Morgen an alle, die zuhören. Zum Glück könnt ihr mich jetzt gerade nicht sehen in meiner Shorts. Ja, das ist schon mal ausreichend. Wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin, denke ich, also meine Frau sagt immer zu mir, ich bin ein Chaot. Ja, ein positiver Chaot. Also ich liebe es zu leben und liebe die Musik und liebe auch Menschen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du keine Menschen liebst, dann brauchst du, glaube ich, dieses Business auch gar nicht machen. Wer bin ich? Wo soll ich starten? Ich glaube, ich starte einfach mal von ganz Anfang an, ja, damit der mich nicht kennt, weiß, wie ich so die Brücke mit der Musik zum Thema Leadership schlage oder gerade das Thema Rockmusik oder Band zum Thema Leadership schlage. Wo soll ich anfangen? Wie bin ich zur Musik gekommen? Mein Papi ist mit, ich glaube, 17 Jahren nach Deutschland gekommen, war dieser typische Gastarbeiter aus Italien. Ist hier nach Deutschland gekommen, konnte gebrochen Deutsch. Was macht man halt, wenn man gebrochen Deutsch kann? Man geht halt irgendwie auf den Bau. Also da, wo du nicht viel reden brauchst, sondern anpacken musst, ne? Mhm. Und so ging er auf den Bau und hat dann entsprechend dort die damals noch D-Mark verdient. Wir waren damals zu sechst in einem Zwei-Zimmer-Haushalt, so drücke ich es jetzt einfach mal aus, in einem Gastarbeiterviertel haben wir damals gelebt. Und das Thema Geld war halt bei uns immer ein Thema. Ja, immer. Also gerade immer dann, wenn wir zusammen am Tisch gesessen haben. Weil mein Papa der Einzige war, der halt auch das Geld mit nach Hause gebracht hat. Und wer den Bau kennt, der weiß, wenn man jetzt nicht irgendwie am Wochenende noch irgendwelche Sonderschichten einlegt oder zu irgendwelchen schlechten Wetter da irgendwo auf der Baustelle ist, dann verdient man nicht wirklich viel. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Ich glaube, heute verdienst du auch nicht wirklich viel auf dem Bau. Aber damals war es halt nicht so schön, sage ich mal. Ne? Und wenn du halt dann so vier Jungs zu Hause hast, plus eine Ehefrau, dann bist du wirklich auf jeden einzelnen Pfennig damals, wie gesagt, warst du irgendwo ein bisschen abhängig von. Und ich jetzt gerade, wo ich drüber erzähle, hey, das ist so, als wäre es gestern. Ich kann mich daran erinnern, ich war, ich glaube, 9 oder 10 Jahre alt und mein Papa kam dann jeden Abend nach Hause nach der Arbeit und er brach halt, oder der hat halt immer diese Stimmung halt mitgebracht, ne? Diese Stimmung, wenn du halt nicht weißt, kann ich die Miete bezahlen? Kann ich meinen Jungs und Mädels was auf dem Butterbrot abends auf den Tisch stellen? Ja, da kam halt immer mit dieser Stimmung rein. Und das war eine sehr gedrückte, das war eine sehr eklige Stimmung. Und diese Stimmung, er hatte nicht das Talent,
es für sich zu behalten. Ja, ich drücke es mal so rum aus. Also er hat diese Stimmung immer sehr, sehr präsentiert, so drücke ich es jetzt einfach mal aus. Und die Jungs haben das natürlich immer mitbekommen. Also immer. Ja, das heißt, auch wenn der Tag super geil war, weil wir haben nicht viel gebraucht, aber wenn der Tag super cool war, sobald mein Papa heimkam, die Stimmung mitgebracht hat, waren wir Jungs auch irgendwie auf dem Boden zerstört. Ja, das heißt, ich kann mich erinnern, ich habe mich dann immer ins Zimmer eingeschlossen. Meine Brüder genauso. Wir haben aus einem Zimmer haben meine Eltern einen Schrank zwischengebaut, ja, damit meine Eltern ein Schlafzimmer hatten und wir hatten ein Kinderzimmer. Ja, und das Kinderzimmer war vielleicht, boah, wenn überhaupt, lass es mal 10 Quadratmeter oder so, 12 Quadratmeter groß sein, ja. Und da haben wir zu viert drin geschlafen. Aber wie gesagt, wir haben nicht wirklich viel gebraucht, ja. Uns ging's gut. Ja, uns ging's gut. Wir hatten eine tolle Kindheit. Wir haben alles das bekommen, was wir irgendwie kriegen konnten, und es war Bombe. Also dafür bin ich meinen Eltern heute noch sehr, 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 sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung sammeln durfte. Fakt war aber, dass wir halt natürlich immer sehr am Boden zerstört waren, wenn es halt abends war. Und wenn wir am Tisch gesessen haben, ich glaube, 80% des Gesprächs war immer das Thema Geld und immer, dass wir zu wenig Geld haben und dass wir uns nichts leisten konnten und dass wir Jungs nicht auf Klassenfahrt fahren konnten. Ja, wir mussten uns dann immer entscheiden, wer fährt auf Klassenfahrt von uns vieren. Also war keine tolle Zeit. So drücke ich es jetzt einfach mal aus. Das ist schön, aber schön, wenn ich da einsteigen darf, aber schön, dass du die Liebe erleben oder erfahren durftest. Ne? Also neben all dem Verzicht vielleicht auch oder den Sorgen, ne, die du ja miterlebt hast, hast du halt auch die Liebe deiner Eltern erlebt. Das ist ja ein ganz wertvolles Momentum so in deinem Leben. Ne? Ja, vor allem für mich, Norman, das war so der für mich erster Impuls, wo du wirklich mal ich sag's mal so, wie es ist, mit Führung in Verbindung gebracht worden bist oder wo du Führung mal kennengelernt hast aus Sicht eines Kindes, ja, weil ich hatte ja zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich ja Führungskräfte um mich rum. Das war mein Papa und das war meine Mama. So, ja, mein Vater war halt genau der Typ von Führung, den man kennt, so nach der Kriegszeit, ja, halt der Autoritäre, der Machertyp, ne, der anpackt. Und zu der Zeit, glaube ich, war es auch richtig, dass wir solche Menschen hatten, weil man zu der Zeit auch orientierungslos irgendwo war, ne, als Mensch. Man wusste ja nicht, wie geht's jetzt weiter, man war verunsichert. Und dann kamen halt genau diese Menschen, die waren richtig, die haben dir halt ganz genau gezeigt, was du machen musst, wo du hin musst, was die Regeln sind, damit du halt am Ende dann auch irgendwo den Pfennig auf dem Teller hast, ne. Und mein Vater war halt genauso. Mein Vater war halt sehr autoritär, mein Vater kommt auch aus Sizilien, ne? Da hast du noch eine andere Tradition, ja? Das heißt, sehr traditionell, sehr autoritär, der Chef im Haus und. Und das hat er auch jeden Tag gespielt, das hat er jeden Tag entsprechend auch gelebt, so drücke ich es jetzt einfach mal aus. Genau, und jetzt stell dir einfach vor, du bist 10 Jahre alt, du kommst von der Schule nach Hause, hast einen geilen Tag gehabt, ja, hast du toll mit deinen Freunden draußen gespielt, weil damals gab es noch keine Smartphones und iPads und die Digitalisierung war ja auch noch ganz weit weg. Da hast du draußen mit deinen Jungs Fußball gespielt oder hier Pfeil und Bogen und so Zeug, ja. Dann kommst du nach Hause, hast einen tollen Tag gehabt und deine Mama steht in der Küche und wie man sich so eine italienische Mama vorstellt, ja, lange, gelockte, schwarze Haare, braune Augen, schöne Schürze um, wie die Mama Miracoli, so, ne? Schleichwerbung. So sieht meine Mama aus. Also für alle, die kein Bild haben, so sieht meine Mama aus. Und dann steht sie in der Küche und bereitet das Essen vor, das bisschen Essen. Dann kommt mein Papa halt nach Hause und macht halt seiner Laune Luft, ja. Und wir Jungs sind halt alle geknickt und alle im ganzen Raum sind alle irgendwie kaputt und geknickt und alle haben keinen Bock mehr und war auch eine sehr, eine sehr würzige Atmosphäre. So drücke ich es jetzt einfach mal aus. Und das ist das Schöne an meiner Mama. Und ich glaube, das ist auch ein Unterschied, warum ich so bin, wie ich heute bin. Denn meine Mutter konnte und die hatte dieses Talent. Sag mal, für mich ist es immer magisch gewesen, weil die hat dieses Talent gehabt, egal wie angespannt die Situation war, ja, sie hat es immer wieder verstanden, uns zurückzuholen, ja, uns wieder so zu erden, sage ich mal, auch mein Papa wieder zu erden, wieder runterzuholen, wieder, so einen klaren Geist zu bekommen, ja, und weißt du, was er gemacht hat? Er hat sich immer in die Küche gestellt,
ob es jetzt gerade, ob es vorm Essen war oder nach dem Essen war, ob es jetzt gespült hat oder gerade das Essen vorbereitet hat. Und sie hat angefangen zu singen. Mhm. Sie hat immer gesungen. Und immer Lieder, die inspirierend waren, die Hoffnung gemacht haben. Ja? Also Songs, die immer sehr aufbauend waren. Ja? Auf der einen Seite verstehe ich heute, warum sie das gemacht hat, um sich so ein bisschen autodidaktisch so ein bisschen selbst aufzubauen. Ja? Auf der anderen Seite hat sie aber genau uns die richtige Lösung gegeben für den Moment. Ja? Mhm. Ich weiß noch, die hat dann in der Küche gestanden, lass mich mal erinnern, so eins meiner Lieblingssongs oder eins meiner Lieblingslieder, das war ein italienisches Lied und das Lied heißt Piccolo Grande Amore. Das nennt sich Kleiner, großer Schatz. Ja? Mhm. Und der sagt, Piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, adesso che, so cosa dire, adesso che, so cosa fare, adesso che, solo un piccolo grande amore. Das war dieses Lied. Sehr geil. Und ich hatte schon Gänsehaut, ey, wenn ich... Ja, und das war so dieses Talent meiner Mama, wie sie uns ja immer wieder geerdet hat, ja, und das war eine geile Zeit, war echt eine tolle Zeit, war echt eine coole Zeit. Ist auch interessant, dass dein Vater ja offenbar der Führer nach außen ist, ne? Also wenn man euch jetzt so aus deiner Erzählung von außen betrachtet, ist er so im Lied, ja, aber die eigentliche Führung, ja, oder das, was du wahrscheinlich dann auch für dein Leben so mitgenommen hast, die eigentliche Führung hatte eigentlich deine Mutter, ne, indem sie euch immer mitgenommen hat auf die Reise, ne, oder im Team. Ja, ja, und auch noch heute. Und auch noch heute. Ja, also meine Mama ist die Aktive, in dem Sinne, dass sie sehr, ja, sehr lösungsorientiert auch ist. Ne? Also die beschäftigt sich nicht lange mit einem Problem. Jetzt hast du hier den Spezi, der wieder sagt, ja, über Probleme darfst du nicht sprechen, du musst über eine Herausforderung reden. Also ich sage, wenn es ein Problem ist, dann rede ich über ein Problem. Sie hat es wirklich, ja, jetzt auch wenn ich zurückdenke, es immer wieder geschafft, sich wirklich kurz mit der Sache zu beschäftigen und dann aber auch ganz schnell für sich Lösungen zu erarbeiten, ja, und dann uns auch wirklich immer wieder mitgenommen. Und das, jetzt wenn wir drüber sprechen, ne, also fällt mir das gerade so auf. Ja, das stimmt, ja. Lass uns doch mal in den Moment reinzoomen, wo du so für dich gemerkt hast, dass Führung was anderes ist. Also auch so in deinem beruflichen Leben, dieser Moment, dieser Wechsel, ja, wo du für dich festgestellt hast, all das, was du so auch in der Schule mitbekommen hast, wie du vielleicht auch konditioniert wurdest, dass das alles nur die eine Seite der Medaille ist, aber dass es noch eine andere gibt. Wann war so der Moment, wo du wirklich gesagt hast, okay, das hat mit Führung nichts zu tun, sondern das kann nur mein Weg sein? Oh, ich glaube, der allererste Impuls, den ich bekommen habe, das war damals in der Realschule war das gewesen. Da hatte man ja auch das Fach Musik, ne? Und wir haben dann alle zusammengesessen und haben einen Song einstudiert und ich hatte damals eine sehr, sehr dunkle Stimme, nicht entwickelte Stimme in dem Bereich. Und ich kann mich dran erinnern, das war die Frau Radberger. Wer Frau Radberger? Wenn Sie jetzt zuhören, bam! und die hat damals, das fand ich echt krass, die hat damals, anstatt wirklich mal bewusst zuzuhören, hat sie zweimal singen lassen und dann kam sie irgendwann zu mir und sagt, Lorenzo, stell dich mal bitte dahin. Das war so in der Ecke des Raumes, ja, also wirklich so, wenn du dich so feststellst, genau richtig in die Ecke rein. Mhm. Und am besten bist du jetzt einfach mal kurz ruhig. Ich habe es damals gar nicht verstanden. Ne? Ich so, okay, gut, dann hältst du jetzt mal die Klappe. Dann haben alle gesungen, die Stunde Musik war vorbei. Und dann kam sie zu mir und sagte so, ja, vielleicht sollten wir dann mal gucken, ob du überhaupt so in dieses Gesangsthema hier Musik irgendwie reinpasst, weil ich will dir jetzt nicht wehtun, aber deine Gesangsstimme ist für den Arsch.
auf gut Deutsch. Ja, und das hat jetzt wörtlich nicht so gesagt, ne? Aber das war so das Gefühl, was mir transportiert worden ist. Und das war, glaube ich, so der erste Impuls. Also sprich, dass du gar nicht dich auf den, dass du gar nicht so in den Menschen reingehst, sondern einfach mal das Gesamte siehst, ja, alle in einen Topf schmeißt und dann irgendwie mit dem Kamm drüber und irgendwie müssen alle so in die gleiche Richtung gehen. Ja, für mich war das so der erste Moment, muss ich auch ganz offen gestehen, ich hatte auch gar keinen Bock mehr auf Schule. Ja, ich hatte keinen Bock mehr auf Schule. Ich habe, ich glaube, bis zur 8. Klasse ein schlechtes Zeugnis, das dürfte ich meiner kleinen Tochter heute gar nicht zeigen. Ja, so ein schlechtes Zeugnis. Und ich glaube, in der 8. Klasse, dann habe ich dann irgendwann gemerkt, so, ach scheiße, irgendwie musst du ja doch ein bisschen was tun, weil ja, du musst ja irgendwie einen Job dann irgendwie später finden und so weiter. Und dann habe ich auch Gas gegeben und habe dann echt ein geiles Zeugnis hingelegt, habe dann meinen Informatiker gemacht. Ja, ich bin Informatiker, Ausgebildeter. Das war so der erste Impuls. Der richtige Impuls für mich war, und da muss ich auch ausholen, Norm. Ich habe ja angefangen, ich bin ja, habe mein Informatiker gemacht und habe dann, der eine andere kennt es wahrscheinlich, du studierst, machst deinen Job, weil irgendwie nichts anderes da war oder das, was du machen wolltest, das konntest du irgendwie nicht machen, ja, weil du irgendwie die Referenzen nicht mitgebracht hast. Und habe dann angefangen, Informatiker zu werden. Und habe es auch durchgezogen und habe dann ganze, ich glaube, 3 Monate oder ein halbes Jahr sein, in diesem Beruf gearbeitet und habe dann für mich gemerkt, nee, das bin ich nicht. Das ist gar nicht so mein Ding, ne? Gar nicht mein Ding. Bin dann raus, habe dann das Glück gehabt, dass ich in den Vertrieb einsteigen konnte, damals bei dem, oder auch heute noch, der größte deutsche Provider im Telekommunikationsbereich und habe damals dort angefangen, hatte ein offenes Büro gehabt und habe dort meine ersten Kunden bedient. Hatte dort noch kein Team. Das Team, was ich bekommen habe, war dann, als ich befördert worden bin, weil ich ein geiler Verkäufer war. Habe dann mein Team bekommen. Klar, wenn der Chef dann kommt und sagt, Lorenzo, hast du Bock? Hier, Team. In Wiesbaden war das damals gewesen. Klar, ne? Du siehst im ersten Moment, wow, cool, Beförderung, mehr Kohle, mache ich. Die Herausforderung aber, dass du eine Verantwortung über Menschen trägst, das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst. Und für mich war dieser Impuls, dass ich gesagt habe, okay, alles das, was du jetzt in der Schule gelernt hast, bringt dir hier echt null. Ja? Ich meine, klar, dass du Schreiben und Lesen lernen musst, dass du Zahlenaffinität oder Zahlen im Kopf haben musst, ja, dass du das, dass du da mitreden kannst, ne? Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Aber so alles andere, ja, also so Physik, Chemie, also ich glaube, was ein geiles Fach wäre, wäre so ein Thema, wie gehe ich mit dem anderen um? Ja, absolut. Ja. Das wäre, glaube ich, ein echt geiles Fach, weil wenn wir die Menschen darin ausbilden, wie sie Punkt 1 erstmal durch die Art und Weise, wie sie mit jemandem kommunizieren, auch rausfinden, wer ist da vor mir, ja, und was für ein Menschentyp ist da vor mir, ich glaube, da hätten wir diesen ganzen Scheiß, den wir heute da draußen haben, hätten wir heute nicht. Lass mich das nochmal unterstreichen, weil das finde ich extrem wichtig. Also dieses, sich wirklich in andere hineinzuversetzen. Ja? Also das ist ja jetzt kein besonderes Talent, sondern das ist ja einfach nur ein wichtiger Moment der Wahrnehmung meines Gegenübers. Ja? Und ich meine, die Situation, die du jetzt gerade beschrieben hast, so über Nacht eine Führungspersönlichkeit zu sein, verantwortlich zu sein für ein Team, setzt ja das wirklich voraus. Ne? Die Frage ist, in welchem Moment deines Lebens wirst du darauf sensibilisiert zumindest, ja. Richtig, ja. Und für mich war halt die Herausforderung damals, du bist halt dann drin, ich meine, gut, es war jetzt ein kleines Team, ich hatte 3 Mitarbeiter, aber du hattest jetzt auch niemanden, der dir auch zeigt, wie das funktioniert. Ja, du hattest jetzt niemanden da, der irgendwie sagt, ja, du von der Gesprächsführung musst es so aufbauen, ja, also so, wie tickt der Mensch? Was für ein Menschentyp ist das? Ja, einer andere kennt vielleicht diese Farblehre, Diskmodell oder Insight-Modell. Das ist für mich heute elementar wichtig in Führungsaufgaben. Du musst wissen, wie oder welche Techniken, welche Tools benötige ich, um rauszufinden, was das für ein Typ ist, der vor mir sitzt. Und wie muss ich dieses Gespräch so aufbauen, dass ich den Gegenüber abhole? Ja, dass ich verstehe, warum, weshalb, wieso denkt er so?
Ja, also mich in diese Rolle versetzen zu können. Und wenn ich das nicht drauf habe, wenn ich das nicht weiß, vor allem aber natürlich auch, wenn das auch gar nicht, also wenn das mein Ziel ist, ein Team zu führen, dann sollte ich das drauf haben. Das unterschreibe ich. Das musst du drauf haben. Mhm. Und das hatte ich damals nicht drauf. Und das habe ich auch ganz, ganz schnell gemerkt, denn der eine Mitarbeiter von mir sagte immer, Herr Schibetta, nehmen Sie doch mal den Stock aus dem Arsch. Ja, und nö, ich hatte wirklich bis zum Ansatz drin, ja, diesen Stock. Ein sehr offenes Verhältnis mit den Mitarbeitern. Ja, und ich habe das auch wirklich ausgelebt. Also der eine oder andere, der mich heute kennt, der sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, Lorenzo. Aber ich hatte damals den Kosename innerhalb der Company Terminator. Also mich haben sie damals Lorenzo Terminator Schibetta genannt. Ja, weil mir der Mitarbeiter, und ich sag's bewusst, mir war der Mitarbeiter scheißegal, Norm. Mir war der scheißegal. Im Vertrieb musst du funktionieren. Du hast gewisse Ziele, die musst du realisieren. Da ist es auch gehaltsabhängig. Und alles andere war mir sowas von egal. Ja? Die Mitarbeiter mussten funktionieren. Und wenn sie nicht funktioniert haben, dann gab es eins, zwei Gespräche und beim dritten Gespräch waren sie weg. Und so war es. Ja, das ist interessant, weil das warst ja dann zu der Zeit offenbar gar nicht du selbst, sondern du warst in einer Rolle, ne, musstest mit Druck umgehen. Vertrieb ist ja knallhart, du legst am Ende des Monats Zahlen vor und warst erfolgreich oder eben nicht. Ne? Wie ging es dann weiter, dass für dich so dieser Moment der Erkenntnis kam und du sagst, nee, das hat mit mir eigentlich als Person, Lorenzo, gar nichts mehr zu tun? Ja. Ich habe ja dann die Chance bekommen oder durch diesen Job. Ich meine, ich war ja erfolgreich. Ne? Also auch dieser Stil, den ich da an den Tag gebracht habe, der hat mich ja auch erfolgreich gemacht, weil ich habe ja keinen anderen Stil kennengelernt. Und ich bin da, wie soll ich sagen, auf der einen Seite hast du deinen Vater gehabt, der halt sehr autoritär war. Das heißt, du hast auch da wieder gesehen, naja, er war ja auch erfolgreich. Ne? Also er war ja auf dem Bau, wurde dann Bauleiter. Wurde dann immer erfolgreicher, hat dann später, und da komme ich dann auch nochmal dazu, später dann auch hat sich selbstständig gemacht. Also wir hatten dann so ein Familienunternehmen. Er war ja mit diesem Stil auch sehr erfolgreich. Das heißt, ich habe von überall die Impulse bekommen, hey, wenn du das so machst, also wenn du die Leute köpfst, ja, auf gut Deutsch, dann wirst du erfolgreich. Ne? Dann wirst du erfolgreich. So, und Bestätigung. Ja. Richtig, genau. Das heißt, ich habe nichts anderes beigebracht bekommen. Auf der anderen Seite habe ich die Bestätigung bekommen, also habe ich es umgesetzt und tata, hat bei mir auch funktioniert, ja, hat bei mir auch funktioniert. Und ja, wann war dieses Erlebnis? Also ich habe mich heraufgearbeitet, war dann zum Schluss das Thema Sales Manager, habe die Verantwortung gehabt von 120 Mitarbeitern, hatte 35 Filialen, die ich geführt habe, wie gesagt, aus dem Telekommunikationsgeschäft, aus dem Fachhandelsgeschäft. Und naja, 120 Mitarbeiter, hast ein mittelständiges Unternehmen gehabt, ja. Und ich habe immer noch so geführt. Also ich habe immer noch schön auf die Fresse gehauen. Mails von mir waren sehr diktatorisch. Sie waren sehr fordernd. Ja, teilweise auch unter die Gürtellinie. Und das hat die ganze Zeit funktioniert bis zu einem Punkt, wo der Telekommunikationsmarkt sich verändert hat. Das heißt, wir sind von einem Verteilermarkt, ja, in einen Verdrängungsmarkt gekommen. Und meine Leute, die haben ja in diesem Zeitraum ja nie wirklich verkaufen gelernt. Ja, das heißt, die haben ja verteilt. Die Leute kamen ja reingeströmt bei uns in die Läden und du hast da Smartphone, also damals Handys verteilt mit Verträgen. Ja, du musstest nicht wirklich verkaufen. So, was ist passiert? Die Anspannung wurde immer größer, der Druck wurde immer größer und die Ziele wurden immer größer. Und was macht der Schibetta natürlich, um seinen Leuten, anstatt seinen Leuten das Verkaufen beizubringen, hat er noch eine weitere Peitsche ausgepackt. Weil Zucker und Brot gab es bei mir nicht, war ausverkauft. Das heißt, ich habe nur mit zwei Peitschen, im Endeffekt bin ich durchgefahren und durchgerannt und habe die Leute terrorisiert. Ja. Was war der Punkt? Der Punkt war der, dass meine Leute irgendwann anfingen, dass sie keinen Bock mehr hatten. Die haben sich krank gemeldet. Einige haben angefangen zu kündigen, weil sie mit dem Druck nicht mehr umgehen konnten. Und ich bin in so einen Kreislauf reingekommen, der heute, wo ich heute sage, danke, dass ich in diesem Kreislauf reingekommen bin, weil sonst wäre ich weiterhin entweder nicht erfolgreich oder ich wäre wahrscheinlich gar nicht mehr da. Fakt ist, dass ich irgendwann den Status hatte, dass ich 35 Filialen hatte,
Und jetzt pass auf, von 120 Mitarbeitern hatte ich aktiv 37 Leute im Team, weil der Rest gekündigt hat oder keinen Bock mehr hatte. Ja? In dem Punkt, dass sie innerlich schon gekündigt haben und nur das gemacht haben, was sie machen mussten. So. Hieß das, dass du auch freie Hand hattest? Weil das muss man sich ja, wenn du hattest ja auch einen Vorgesetzten, ja, der guckt sich das ja auch an, wie aus 120 Mitarbeitern dann 37 werden. Ja, ich hatte die fachliche und die disziplinarische Verantwortung für meine Leute. Ja. Ich hatte freie Hand. Ich konnte entscheiden, wen ich reinhole. Ich konnte entscheiden, wen ich rausschmeiße. Und du warst erfolgreich und das war dein Alleingang, ne? Richtig, genau. Also, und ich war ja auch super erfolgreich. Ich war unter den Top 3 bundesweit. Der jüngste Gebietsleiter, jüngste Sales Manager in diesem Provider-Markt. Ich war super erfolgreich, ja. In diesem jungen Alter, mit 23 war ich Führungskraft. Und genau, und der Punkt war halt der, dass du irgendwann, wie gesagt, 37 Leute hattest bei 35 Filialen und ich kann mich daran erinnern, da waren wir damals noch in der Wohnung gelebt mit meiner Frau und ich hatte ein BlackBerry und das BlackBerry hat oben so ein blaues Licht. Also wer noch BlackBerry kennt, kenne ich. Ich hatte oben so ein blaues Licht und du konntest vom Schlafzimmer, konntest du durch unser Flur schauen in mein Büro und ich habe immer die Türen offen gelassen und habe das BlackBerry so hingestellt, dass wenn ich morgens aufgewacht bin, ich direkt ins Büro schauen konnte und gucken konnte, leuchtet dieses blaue Licht. Und wenn das blaue Licht geleuchtet hat, wusste ich, scheiße, hat sich wieder einer krank gemeldet oder es hat sich wieder einer gekündigt. Mhm. Und oder hat wieder einer gekündigt. Und du warst halt immer in so einem Kreislauf drin. Ja, das heißt, meine Tage, die fingen irgendwie morgens um 4 an und waren zu Ende um 1 Uhr nachts oder 2 Uhr nachts. Und das wirklich 7 Tage, also 24-7. Ja? Es war, du hast permanent nur gerattert. Ich kann mich erinnern, ein Dreivierteljahr war das, glaube ich, so vom Zeitraum dann auch. Ich habe jeden Tag Bewerbergespräche geführt, ich glaube 8 bis 10 Gespräche, eine Dreiviertelstunde am Tag, wo ich mir die Leute angehört habe. Dann hast du 3 eingestellt, haben im gleichen Zeitraum 4 gekündigt. Du hast irgendwie 2 eingestellt, haben wieder 3 gekündigt. Ja, also du warst immer in so einem Kreislauf. Das war sehr, sehr anstrengend. Das war sehr auspowernd. Also es war wirklich, ich war irgendwie so kurz super ausgelaugt. Ich habe mich gefreut, weil ich das erste Mal dann gesagt habe, komm, weißt du was, jetzt machst du echt mal so 2 Wochen Urlaub. Zwischen den Jahren machst du mal 2 Wochen Urlaub und du konzentrierst dich wirklich in diesem Zeitraum nur auf deine Family, auf deine Frau und auf deine Kleine. Meine Kleine war 3, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, so 2, 3 Jahre alt. Mhm. Machst mal wirklich so 2 Wochen mal Family, Laptop zu, Handy aus, alles weg, ja, und regenerierst dich mal mit deiner Familie. Und vielleicht ganz kurz, wie hat dich deine Familie in dieser Zeit erlebt? Also ich stelle mir dich jetzt gerade wirklich als der Macher nach außen, ja, und über Leichen gehend, Manager, ja, stelle ich mir einfach so vor. Und wie warst du jetzt in der Familie selbst, also wenn du Freizeit hattest, wenn du die Zeit mit deiner Frau und deiner Tochter verbracht hast, warst du dann der Papa wirklich auch da und ganz anders? Waren das so 2 Persönlichkeiten? Nein. Ich war körperlich anwesend, geistig nicht. Mhm. Weil du bist permanent mit deinem Kopf, bist du permanent bei der Arbeit. Mhm. Wenn du ich sag mal, wenn die Rahmenbedingungen alle stimmen, ja, und du sagst dir, hey, alles cool, alles super, alles chillig, dann bist du auch in der Situation, ja, und das ist auch, denke ich, ein Punkt, was viele vergessen, ja, entweder bist du mit deinem Kopf irgendwo in der Vergangenheit, wo du so nichts mehr dran ändern kannst, oder du bist mit deinem Kopf immer 2 Schritte voraus, also sprich, du bist immer irgendwo in der Zukunft und planst immer irgendwas, und das ist, glaube ich, ist auch, und ich appelliere an alle, die heute hier zuhören, wirklich mal für sich, die in dem Moment zu finden, dass man sagt, okay, ich bin jetzt gerade im Moment. Mhm. Ja. Ich mache das heute. Heute werde ich es auch machen. Ich nehme mir wirklich immer 10 Minuten am Tag, wo ich einfach die Augen schließe, wo ich komplett mich frei mache und wo ich einfach in dem Moment bin. Und das ist so geil, weil wenn du dann wieder wach bist, also wenn du dann wieder da bist, ist es wie, als hättest du gerade mal so ein Back, also so ein das Hirn mal komplett so auf Kaltstart. Ja? Du bist wieder komplett da, du bist klar. Das soll jetzt auch kein Esoterik-Thema sein, ja.
Aber ich habe für mich einfach gemerkt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du auch mal in dem Moment bist und dich immer wieder zurückholst, wenn du ausschweifst. Nein, ich war zu Hause, war ich in der Zeit oder immer dann, wenn ich mal ein paar freie Tage hatte, war ich körperlich anwesend, aber geistig warst du nicht da. Ich war immer bei der Arbeit. Ich war immer bei der Arbeit. Und auch das Schlimme ist ja, dass du, da kann jeder erzählen, was er will, ja, so von wegen, ja, das musst du trennen, Business ist Business, Privat ist Privat und so weiter. Ich glaube, wenn du eine richtig Scheiße an der Backe hast, du nimmst das mit. Du nimmst das mit. Und wenn das dein Umfeld nur an dem falschen Ventil dreht, dann lässt du es auch in dem Moment raus. Du explodierst. Mhm. Ja? Mhm. Das war bei mir genau der Punkt. Ich bin immer explodiert. Es gibt eine Situation, vielleicht ganz kurz. Meine Kleine war im Kindergarten. Das waren so die allerersten Tage. Ich sitze im Büro, bin hier am Rattern, am Machen. Ja. Meine Kleine kommt rein ins Büro und möchte mir ihr Bild zeigen. Das allererste Bild, was meine Kleine gezeichnet hat, was meine Kleine gemalt hat. Und ich sitze am Laptop, bin voll im Fokus, bin voll am Arbeiten, gleichzeitig am Telefonieren, ja. Und meine Kleine kommt ins Büro und zieht so an meinem Ärmel, ne? Und sagt, Papa, 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 guck mal, guck mal. Und ich in dem Moment sage ich so, Alessia, es geht gerade nicht. Ich schaue es nur nicht mal an, ja. Ich drücke sie nur so mit der Hand nach hinten. Sag, Alessia, geht gerade nicht. Und mach weiter. Und dann zieht die wieder an meinem Ärmel. Sag, Papa, Papa, guck mal, guck mal. Ja, und ich wieder drehe mich um und sage, Alessia, es geht gerade nicht. Siehst du nicht, dass ich gerade am Arbeiten bin? Meine Kleine war, weiß ich nicht, 4 Jahre alt, 4, 5, wenn du in den Kindergarten kommst. Und es ging wirklich so 5 Minuten, ja. Und dann irgendwann bin ich geplatzt und habe sie angeschrien. Habe sie gesagt, Alessia, ich arbeite gerade hier. Siehst du das nicht? Willst du das nicht verstehen? Meine Kleine hat sich umgedreht. Boah, da kommen mir gerade jetzt schon wieder die Tränen, ey. Hat sich umgedreht, hat das Büro verlassen. Und meine Frau kam dann rein und sagt dann, hey, was ist denn hier los? Hast du nicht gesehen, was da irgendwie? Und dann habe ich gesagt, ey, wollt ihr mich gerade hier, ich bin doch gerade am Telefonieren. Habe dann in dem Moment gesagt, ey, warte mal ganz kurz, lass uns mal gerade Cut machen, ich rufe dich in 10 Minuten nochmal zurück. Habe alles weggelegt, wollte meine Frau in dem Moment auch noch zur Sau machen. Habe in dem Moment nur meine Kleine gesehen, wie sie geflennt hat, neben meiner Frau, hat das Bild in der Hand gehabt, hat mich angeguckt und in dem Moment ist in mir alles kaputt gegangen, was kaputt gegangen ist. Weil ich in dem Moment habe ich mir gesagt, okay, für wen machst du denn diesen ganzen Rotz? Bist du bereit, die Führung in deinem Leben zu übernehmen? Hast du den Mut, das Potenzial deiner Persönlichkeit zu entdecken? Fühlst du dich stark genug für die Veränderungen in deinem Business? Dann ist Come to Coach, the first mobile academy, genau das Richtige für dich. Lerne von den besten Mentoren, wie du dich mit deinen Kompetenzen als Führungskraft auf das nächste Level bringst. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.come2coach.academy und natürlich bei Facebook. Verpasse kein Coaching mehr und melde dich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter an. Übrigens, 50% des Profits von Come2Coach investieren wir mit deiner Unterstützung in Bildungsprojekte für Kinder, die unsere Hilfe brauchen. Wir sagen Danke. Bleib in Bewegung und denke immer daran. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ja? Für wen machst du denn diesen ganzen Scheiß auf gut Deutsch? Das ist für die Menschen, also in erster Instanz natürlich für mich. Alles, was ich tue, mache ich in erster Instanz für mich. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema da draußen, dass viele Menschen, wenn du so fragst, welcher Mensch oder für, ich bringe immer den, also vielleicht ist es auch ganz krass, ja, aber ich sage immer zu meinen Mitarbeitern teilweise auch, für wen würdest du töten? Ja? Für wen würdest du wirklich dein Leben riskieren? Und 90% der Menschen, die ich befrage, sagen mir, entweder ja für meine Frau, für meine Tochter, also wenn alles andere. Und dann sage ich, ja, wann kommst denn du? Und dann fangen die Leute erstmal an zu denken. In dem Moment war das für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, fuck. Ich habe meine Kleine in den Arm genommen, habe mir das Bild angeschaut und auf dem Bild war Mama, Papa und meine kleine Tochter drauf, wie sie sich alle im Arm halten.
Aber echt eine harte Situation, also auch für deine Tochter natürlich, ne? Vor allem ja, für deine Tochter. Gerade für meine Tochter. Wenn du mich verfolgst auf Facebook, wenn du die Bilder verfolgst, also ich und meine Tochter, wir sind eins, ja. Also wir leben wirklich in dem Moment heute, wenn ich zu Hause bin, wenn ich wirklich, wir nehmen uns eine Auszeit, wir fahren weg, wir gucken uns andere Länder an, wir verbringen die Zeit miteinander und dann bin ich auch wirklich da. Nur um zurückzukommen auf deine Frage. Also du siehst, ich bin jemand, der sehr ausschweift. In puncto Führung immer auf den Punkt kommen, Klarheit, ja, ist immer ganz, ganz wichtig. Aber wenn ich dann halt erzähle, dann kommt der Italiener in mir raus. Bin ich zu Hause? Nein, ich bin nicht anwesend gewesen. Ich war immer weg. Ich war immer mit meinen Gedanken bei der Arbeit. Und das hast du natürlich auch im Familienleben gespürt. Ja, das hast du gespürt. Ich habe von meiner Kleinen nichts mitbekommen, von meiner Frau nichts mitbekommen. Nada. War das die Situation auch, die dann letztendlich den Lorenzo hat werden lassen, der du heute bist und den ich kennengelernt habe? Das waren so die ersten Schritte dorthin. Ja, wie gesagt, kann mich erinnern, es waren zwischen den Jahren, wir haben Urlaub genommen, ich habe alles zugemacht, habe meine Kleine aus dem Bett geholt, das war morgens, zwischen den Jahren, wie man sich das so vorstellt, damals hat noch ein bisschen Schnee gelegen, ja, und meine Frau hat so den Frühstückstisch schon vorbereitet gehabt und wir hatten so einen Ess-Wohnbereich und ich kam rein, habe mich hingesetzt, habe meine Kleine in den Kinderstuhl gesetzt. Und meine Frau hat mir einen Kaffee eingeschenkt und wie die Mädels halt so sind, ja, hat sie schon den kompletten Tag durchstrukturiert gehabt. Ne? Also das müssen wir machen, das müssen wir da müssen wir auch noch hin und da müssen wir noch hin. Und sie fing an, mir das so zu erzählen. Ja? Mhm. Und ich war körperlich war ich da. Ich habe auch zugehört. Nur dann gab es einen Moment, da bin ich aufgestanden, habe mir den Kaffee genommen, bin aufgestanden, meine Frau hat immer noch mit mir gesprochen. Ich habe mich umgedreht, bin weg vom Frühstückstisch und meine Frau ruft mir noch nach, hörst du mir überhaupt zu? Und ich sage so, ja, bin in den Flur rein und das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Und wenn du dann so eine Situation hast, dass du in so einem sterilen Raum aufwachst und dir ist verdammt kalt, also ich glaube, mir war noch nie, also auch jetzt im Nachgang, noch nie so kalt wie in dem Moment, also so kalt, dass deine Zähne, soll ich sagen, zusammen, so klimpern, ne, also tuk, ne. Und also mir war scheiße kalt und ich hatte eine Panik, eine Angst, so eine Angstattacke, weil ich Punkt 1 nicht wusste, wo ich bin, dann dieser sterile weiße Raum, ja, wo nichts wirklich drin ist, außer irgendwelche Geräte, die du nicht kennst, und dann, und das war, glaube ich, so das Ding, was mir dann so das Letzte gegeben hat. Kennst du Menschen, die weinen und während sie weinen so richtig nach Luft schnappen? Hast du das schon mal erlebt? Ich hoffe nicht. Nein. Und ich höre dieses nach Luft schnappen und dieses ja, und drehe mich nach rechts und sehe da meine Frau sitzend, meine Kleine auf dem Schoß. Und beide sind sowas von am Heulen und am Luftschnappen, dass mir im wahrsten Sinne des Wortes mein Herz eingefroren ist. Ja, und ich habe nur noch im Bett gelegen, habe mich wieder zurück, habe nach oben geschaut zur Decke und habe mir gesagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ich war, ich glaube, knapp 12 Wochen weg vom Fenster und habe in der Zeit meinen Vorgesetzten angerufen und habe auch in dem Moment die Entscheidung getroffen, habe gesagt, ich komme nicht wieder zurück. Entweder verändert sich was in dem System oder ich bin weg und ich komme nicht mehr zurück. Norman, schau mal, das Interview ist ja super spontan, ne? Ich muss meiner Kleinen einen guten Morgenknutscher geben. Komm her, Alessia. Geil. Weil sie jetzt in die Schule gehen. Tschüss. So, das ist unser Morgenritual, sorry, aber es muss sein. Ja, nix, sorry. Das ist ja genau, das passt ja perfekt in die Geschichte, weil damals hast du dir keine Zeit genommen und was kann es Besseres geben, als genau in diesem Interview deiner Tochter den Kuss zu geben. Sehr geil. Genau, so war man jetzt. Da habe ich den Fuß verloren. Krankenhaus, du hast gesagt, hier geht's so nicht weiter. Genau, habe meinen Vorgesetzten in dem Moment angerufen, habe die Entscheidung getroffen und habe gesagt, entweder es verändert sich was oder ich komme nicht wieder zurück. Mein Vorteil war gewesen, dass ich ja
sehr stark unterwegs war. Ne? Ich war ja, wie gesagt, einer der stärksten Sales Manager bei uns im Unternehmen. Mhm. Mein Chef hat damals gesagt, hey Lorenzo, mach dir keinen Kopf, entspann dich, wenn du wieder da bist, suche mal nach einer Lösung. Und das war im Endeffekt der Vorteil. Das war wirklich der Punkt, wo ich komplett alles verändert habe. In meinem Privatleben komplett alles verändert habe und beruflich auch. Denn ich habe die Chance dann bekommen, mit 4, 5 Gebietsleitern wirklich komplett bei Null zu starten. Und unser Job war gewesen, also die Abteilung, die ich dann aufgemacht habe, hieß NEÖ, Neueröffnungen. Das heißt, unser Job war rausfahren, Standortakquise, Bewerber einstellen und dann wirklich diesen neuen Standpunkt, diesen Point of Sale im Ort bekannt zu machen und dann eine gewisse Absatzleistung zu generieren, damit du dann an den Bestands-Sales-Manager abgeben konntest. Ja. Und das war cool, weil in dem Moment habe ich für mich, und das ist auch nochmal so der wirklich allerletzte Impuls, der dann wirklich komplett alles verändert hat. Damals hatten wir die Herausforderung, dass wir nicht wirklich viel Budget hatten. Das heißt, ich konnte natürlich nicht wildern gehen, ja, beim Mitbewerber, sondern bin dann wirklich, ich habe Friseure eingestellt, Maler, Lackierer eingestellt, Erzieher eingestellt. Ja, bei uns sagt man Menschen eingestellt, die nicht auf die Schnut gefallen sind. Ja, also die so babbeln, wie die Schnut gewachsen ist. So, der eine andere hört jetzt raus, ich komme aus dem Frankfurter Raum. Ja, und für mich war einfach nur wichtig, kann er reden und ist es einer, der extrovertiert ist. Ja, also Menschen brauche ich für meinen Job. Und habe die Leute eingestellt. Was ich nicht auf dem Schirm hatte, war, dass es Menschen waren, im Durchschnitt waren sie alle so um die 25, 24 Jahre alt. Ja? Heute spricht man von der sogenannten Generation Y. Das war mir überhaupt gar nicht präsent, das Thema, zur damaligen Zeit. Mhm. Und was habe ich gemacht? Obwohl ich diese ganzen Impulse hatte, ja, bin ich dennoch wieder in diesen alten Trott reingefallen. Denn die Leute haben alles hinterfragt. Alles, was ich gemacht habe, wurde immer und immer wieder hinterfragt. Und irgendwann hatte ich so einen Hals. Hatte einen neuen Vorgesetzten, das hat der Schiberta wieder gemacht. Weißt du was? Das war in Baden-Baden. Ich habe mich auf so einen schönen Brunnen gesetzt, habe meinen Kaffee geholt, ja. Habe mich hingesetzt, also Starbucks, nochmal Schleichwerbung, habe mich hingesetzt, habe meinen Starbucks-Kaffee getrunken und habe dann damals über mein Smartphone eine richtig schöne böse E-Mail, also auch schön hier unter die Gürtellinie, an alle meine Filialleiter geschickt. Und habe meinen Chef damals, Glück im Unglück, ins CC genommen. Und es hat keine 2 Minuten gedauert, Norman, da rief mich mein Vorgesetzter damals an und dafür Dankeschön, weil ab dann hat sich auch dann mein kompletter beruflicher Weg verändert. Der rief mich an und sagte, Herr Schiberta, mal eine kurze Frage. Dann sagte ich, ja. Mal angenommen, ich würde Ihnen so eine Mail schreiben. Wie würden Sie sich denn fühlen? Ich gesagt, naja, halt nicht so toll, ne? So, okay. Mal angenommen, ich würde Ihnen am Tag 3 von diesen E-Mails schreiben und das auf unbegrenzte Zeit. Wie lange würden Sie das mitmachen? Habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich nicht lange. Also nicht lange, ja. Ich dachte, okay. Dann beantworten Sie mir mal die Frage, warum machen Sie das denn mit Ihren Leuten? Und es war so ein Moment, dass er mich komplett in diese Situation so reflektiert und ich mich selbst reflektiert habe, dass ich für mich gesagt habe, okay, fuck, scheiße, hey, das ist ja wieder komplett der falsche Weg. Du fängst genau wieder da an, wo du aufgehört hast. Mhm. Und dann habe ich wirklich aus dem Reflex am Telefon gesagt, ja, aber ich kann doch nichts anderes. Ich habe doch nichts anderes gelernt. Ich kann doch nichts anderes. Und in dem Moment sagte er, okay, wissen Sie was, Sie kommen nächste Woche, am Freitag, das war damals ein Freitag, kommen Sie zu mir nach Stuttgart. Und dann sitzen sie sich zu mir den ganzen Tag und ich zeige ihnen mal, was es so für andere Möglichkeiten gibt, wie sie Menschen für sich begeistern können. Und heute weiß ich. Und heute weiß ich. Sorry. Ein schöner Moment einfach, den ich kurz festhalten will, dass sich ja dort offenbar gerade ein Mentor zeigt, ja, der an dich glaubt, der etwas in dir erkennt, was wertvoll ist und dich und sich kümmert, ne, dich einfach mitnehmen will. Ja. Ja, ja. Ja, und wie gesagt, und dafür bin ich Ihnen heute auch noch dankbar. Ich habe dann für mich, ich war dann den ganzen Tag da und eine Sache ist passiert bei mir. Auch dieses Gefühl, ne, weil du gesagt hast vorhin in der Frage, wann hast du für dich festgestellt, dass du das nicht bist? In dem Moment habe ich es festgestellt. In dem Moment habe ich festgestellt, dass du was tust, was machst,
wo du erfolgreich mit bist, aber du schon immer dieses, soll ich sagen, diesen Knoten im Hals hattest oder im Bauch, ja, wo du sagst, aber irgendwie, das bin ich nicht ich, ja, das bin nicht ich. Aber trotzdem musst du es ja irgendwie machen, weil es ja von dir gefordert wird, ne, weil es ja von dir erwartet wird. Weil nur so bekommst du ja die Anerkennung, die du ja haben möchtest, ne? Und in dem Moment habe ich für mich einfach gemerkt, das bin nicht ich, das bin ich nicht. Aber nachdem ich von ihm dieses begleitende Coaching, so drücke ich es jetzt einfach mal aus, dann auch bekommen habe, habe ich für mich gemerkt, ey geil, das macht richtig Spaß. Das macht richtig Spaß, zuzuhören, rauszufinden. Heute weiß ich, dass das ganze Thema sich motivorientiertes Führen nennt, ja, oder sinn- und wertorientiert. Damals wusste ich das ja gar nicht. Aber für mich habe ich gemerkt und auch, ja, ich sag's mal so, gefühlt, dass es genau der richtige Weg ist. Und auf einmal, ich war ja erfolgreich, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich wirklich zugehört habe, wo mir der Mensch wichtig war und nicht die Funktion, die er ausübt, ja, ab diesem Zeitpunkt, Norm, ist mein Business explodiert. Mhm. Ja, ich war einer der Besten, zu dem Zeitpunkt war ich der Beste. Und das Schöne war, ich kann mich an Telefonkonferenzen erinnern, die haben wir immer freitags geführt mit unseren Filialleitern. Ich sag mal so, die Durchschnittstelefonzeit war 2 Stunden. Meine Telefonkonferenzen waren 1/2 Stunde. Indem ich einfach nur meine Jungs drin hatte, meine Mädels, und habe gesagt, Leute, wir haben eine kleine Herausforderung, wir brauchen bis nächste Woche, weiß das nicht, 50 DSL-Verträge. Was können wir tun? Und da kam geschossen die Frage immer, Lorenzo, bis wann brauchst du die? Sag ich, Jungs, Mädels, Dankeschön. Mehr brauche ich nicht. Und so waren die Gespräche. Und die Woche drauf waren die 50 Dinger da. Und das war der Moment. Das war der Moment, wo ich mich persönlich super wohl in der Rolle gefühlt habe, wo ich auf einmal verdammt viel Zeit hatte. Ja, weil die hatte ich ja nicht. Ne, meine Tage habe ich erzählt, die fingen ja morgens um 4 Uhr an und waren irgendwie um 1 Uhr oder 2 Uhr nachts fertig. Ich hatte Zeit, Norm, ich habe teilweise so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich freitags keine Telefongespräche mehr annehmen musste, weil keine kamen. Ja, und dann hast du im Büro gesessen und hast ein schlechtes Gewissen gehabt, weil vorher hat das Telefon ja nur geklingelt. Mhm. Und das war auch so für mich so dieser Aha-Moment, wo ich gesagt habe, ach schau mal, wenn du die Menschen mal machen lässt, wenn du es geschehen lässt, ja, wenn du auch mal, ich will nicht sagen, Verantwortung abgibst, aber die Jungs und Mädels in eine Situation begibst oder den Rahmen gibst, dass sie wachsen können aus sich selbst, ja, dann wirst du automatisch für dich selbst Ressourcen freischaufeln können, die du wieder woanders investieren kannst und mit dieser Investition auf der anderen Seite wieder deinen Mitarbeitern unterstützen kannst. Und so bist du wieder in so einer Spirale drin, die eher nach oben geht, ja. Also die, und das ist so auch mein Thema, ja. Du wirst nicht allein gewinnen. Also jeder, der da draußen Verantwortung über Menschen trägt, und dann spreche ich nicht nur Unternehmer und Führungskräfte an, ich spreche jeden an. Ob das Mama, Papa ist, ob das jemand ist, der im Verein ist, ob das jemand ist, der eine Kapitänsbinde trägt, im Sportverein, im Fußball oder wo auch immer. Ja? Erzieherinnen, die Verantwortung über Kinder haben. Wenn du immer nur als Priorität dein eigenes Ziel im Kopf hast, und das mit Drücken und Biegen umsetzen willst, dann wird es eine Zeit lang vielleicht funktionieren. Aber du wirst ganz, 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 ganz viele Leichen hinter dir lassen. Und ich glaube nicht, und da bin ich fest überzeugt, dass, deswegen sagt man ja auch so schön, deswegen sage ich auch immer, bevor du in so eine Rolle gehst, ja, sei dir bewusst, dass du Verantwortung über Menschen hast. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz wichtige und elementares Know-how oder Wissen oder Aha, was du mitnehmen musst. Ich glaube auch, dass dieser Erfolg, den du ja als Rockstar, ich meine, du warst ja, wenn wir das mal als Band sehen, warst du der Frontmann, ja, und ja. Ich glaube auch, unser Thema ist ja, führe dein Team wie ein Rockstar, dass dieser Erfolg, dieser Ruhm auch sich auf deine Band, auf dein Team abfärbt, ja. Ja, sehr stark. Du kannst da echt tolle Metaphern draus bauen. Ja, also ich habe ja in der Vergangenheit, lass mich lügen, glaube 5 oder 6 Bands gehabt. Ja, fing an in der Schule. Ich habe eine Schulband gehabt. Die Schulband gab es ein halbes Jahr. Ist eine für eine Band eine ganz, ganz, also das darfst du gar nicht erwähnen. Ja, die Zeit. Also es war noch nicht mal eine Band.
Warum? Weil du hast, und das ist halt auch so, du hast immer Individuen. Und gerade in so einer Band, ja, das ist ja, jeder will ja präsent sein in dem, was er tut. Ja? Weil Musiker, Schauspieler, Führungskräfte, Unternehmer, mal ganz offen und ganz ehrlich, warum machen wir denn den Job? Auf der anderen Seite, um klar Probleme zu lösen für andere, aber auf der anderen Seite natürlich, um auch selbst irgendwo diese Anerkennung zu bekommen. Ja? Und das ist genau der Punkt. Das heißt, in der Band, und wenn du so Individuen hast, die sich weiter wachsen wollen, ja, die wollen auch präsent sein, die wollen auch diese Anerkennung haben. Und wenn du immer mehr Anerkennung haben willst wie der andere, dann ist es schon vorprogrammiert, dass das ganze Ding auseinanderbricht. Wenn keiner dabei ist, der die Jungs und Mädels ein bisschen, wie soll ich sagen, wieder in den Rahmen holt, ja, wieder in seinen Kreis holt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich nehme zum Beispiel immer folgende Metapher, auch bei mir in den Coachings. Und das ist auch wieder zum Thema, konzentriere dich auf das, was der Mitarbeiter mitbringt, ja, auf die Ressourcen, die der Mitarbeiter mitbringt, auf die Stärken, die er mitbringt. Weil was bringt mir denn ein Gitarrist, ja, der sein Instrument liebt, ja, der morgens von mir aus gerne um 3 Uhr nachts aufsteht, weil er diese Leidenschaft in sich hat, nur noch mit seiner Gitarre zu klimpern, ja, und neue Songs zu machen. So, und den setze ich jetzt, weil ich es nicht weiß, dass der ein Profi ist an der Gitarre, und den setze ich jetzt ans Schlagzeug. Na klar, weil er Rhythmusgefühl hat, wird er einigermaßen ganz okay Schlagzeug spielen können. Ja? Aber er wird nie die Profession und die Professionalität an den Tag legen, die er als Gitarrist hat. Und vor allem aber nie diese, ja, interne Motivation, ja, dieses Instrument spielen zu wollen, bis zur Perfektion von mir aus, die wird er nie am Schlagzeug kreieren. Du wirst ihn immer wieder dazu bewegen müssen, dass er Schlagzeug spielt. Lass uns dieses Bild festhalten, weil das finde ich ganz, ganz cool, weil das hilft jedem da draußen, der das vielleicht hört, der vielleicht auch so eine ähnliche Geschichte wie du hat, das auch so zu verstehen, dass Menschen eigentlich so zwei wirkliche Grundbedürfnisse haben. Einmal das Dazugehören, ja, zu einer Band gehören, wie auch immer diese Band in dem Leben der Zuhörer dann auch aussieht, ja. Und das andere ist natürlich auch von Bedeutung zu sein, ja, also eine Rolle zu spielen. Also nicht eine Rolle zu spielen in Form von sich zu verstellen, sondern wirklich eine Aufgabe zu haben, eine Bedeutung zu haben. Und das finde ich einfach so ein schönes Bild als vielleicht auch Abschluss deiner Geschichte jetzt, weil ich würde ganz gerne mit dir, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, noch unsere Quick Q&A-Session machen. Ja. Lorenzo, dein italienisches Temperament brauche ich jetzt quasi in den Antworten auf meine Fragen. Also ganz kurz, ja, ganz spontan, was dir dazu einfällt. Ja. Ready? Ja. Okay. Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich als Marke zu positionieren? Die Angst vorm Scheitern. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Energie. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Wie du dich in die Rolle des anderen versetzen kannst, um ganz genau zu wissen, was ist sein Motiv, was ist sein Warum, warum ist er hier bei mir im Unternehmen, warum ist er Teil der Mannschaft? Und das für mich aber dann auch wiederum so zu verarbeiten, dass ich nicht nur ich gewinne, sondern alle gewinnen. Stark. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben und auf dein Business? Lebe in dem Moment. Und vor allem aber das, was du tust, in erster Instanz, tu das für dich. Für dich, denn wenn es dir gut geht, geht es allen anderen im Umfeld auch gut. Ja, ja, das ist so, ja. Kannst du uns eine Internet-Resource oder ein Tool nennen, welches du selbst einsetzt? Also ich persönlich arbeite sehr gerne mit dem Insight-Modell, das Thema Menschenlehre. Das ist so ein Feature, mit dem ich sehr gerne arbeite. Und momentan ist es so, dass ich mich extrem spezialisiere in das Thema 9 Levels of Value. Einer Grund, wenn es jemandem was sagt. Auch ein hammergeiles Buch, ein sehr, sehr geiles Buch. Verstehe das Unternehmen, Unternehmensaufbau, ein sehr, sehr geiles Buch und auch ein hammergeiler Mensch. Also wer Rainer Krumm kennt, das ist
geiler Typ. Okay. Verlinken wir natürlich in den Shownotes. Welche drei Mobile Apps benutzt du am liebsten? Was ist auf deinem Startscreen, auf deinem Smartphone drauf? Oh, warte. Da muss ich gerade mal schauen. Guck mal nach. Ja, das ist einmal, also der eine oder andere weiß ja, dass ich sehr Social Media affin bin und auch das ist vielleicht ein Thema auch draußen an alle anderen, der Generation X und der Baby-Boomer-Generation. Ich glaube, es kommt nicht drauf an, jetzt in Zukunft, ob du dieses Thema Social Media für dich cool findest. Ja? Ich bin der festen Überzeugung, du kommst gar nicht dran vorbei. Also die, die in Zukunft weiterhin erfolgreich sein wollen und die erfolgreicher werden wollen, die kommen an Social Media nicht vorbei. Ja, die kommen an Social Media nicht vorbei. Wenn du dir heute die Digital Natives anguckst, die Millennials, die sind ja permanent online. Die sind ja nur mit dem Thema Smartphone, Tablet, PC unterwegs. Und es gibt so viele geile Trainer, so viele hammergeile Coaches, die du heute nicht siehst. Kommen wir gleich zu. Genau. Welche Apps? Ich nutze zum Beispiel für meinen Social-Media-Auftritt, weil ich auch viel unterwegs bin, nutze ich SparkPost. Hammergeile App. Damit kannst du Bilder entsprechend bearbeiten, kannst du fette Zitate einführen und. Was ich auch arbeite, ist Enlight. Da kannst du auch nochmal Bilder entsprechend modifizieren. Und mit was ich auch arbeite, ist das dann über aber ja Smartphone auch ab und zu mal. Das ist das Thema iMovie. Mhm. Klar, cool. Also jetzt Social Media Affinität. Halt, ne? Ja, ja, absolut. Du bist Rockstar. Was für Musik hörst du gern? Was bringt dich auf neue Ideen und was inspiriert dich? Außer deine eigene. Ja, also ich höre Musik, die gut ist. Ich drück's mal so rum aus. Also wirklich Mainstream auch. Ne? Mhm. Für mich gibt's eine Band, die höre ich jeden Morgen. Also das ist so für mich, da wache ich auf. Ja, das ist Five Finger Death Punch. Also wer die Band kennt, das ist eine Metal-Rock-Band. So drücke ich es jetzt einfach mal aus. Denn ich brauche morgens diesen Drive. Ja. Abends höre ich aber auch Musik, die mich wieder erdet, also die mich auch wieder runterholt, ja, die mich wieder in dem Moment sein lässt. Und das kann auch wieder Mainstream-Musik sein, das kann, ich höre sehr gerne auch italienische Musik, ja, ist in den Wurzeln drin, aber das kann dann auch mal eine Ballade sein, ja, das kann auch, also sind auch in der Regel auch eigene Songs, die ich zum Beispiel irgendwann mal geschrieben habe, die mich auch wieder in diese Situation zurückholen, die halt damals passiert ist, die mich geprägt hat zum Beispiel. Schön. Nächste Frage, welchen Film kannst du uns empfehlen? Boah, ob du mir glaubst oder nicht, ich gucke fast gar nicht Fernsehen und ich höre auch kaum Radio. Das hat auch einen Zweck, weil ich jemand bin, der gerne nur gute Gedanken im Kopf hat. Ja? Und im Fernsehen läuft nur Scheiße, sorry, aber es läuft echt nur Scheiße. Wenn ich das Radio einschalte, sind 80% der Botschaften im Radio auch in der Regel nur Kacke. Also sprich Informationen, die mich in der Regel nur runterholen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen ein Film, den ich, ich glaube, der letzte Film, der bei mir so richtig reingeknallt hat, das war Verborgene Schönheit, glaube ich, heißt er, mit Will Smith. Will Smith. Cool. Yes. Also den kann ich auch echt nur jedem empfehlen. Ein hammergeiler Film. Da geht es um das Thema Liebe, Zeit, glaube ich, Tod, Liebe und jetzt fällt es mir nicht ein. Egal. Ja. Aber du findest halt wieder zurück. Es geht um einen Vater, der seine Tochter verloren hat und komplett im Feuer echt irgendwie so der Harlequin-Mensch war, ja, der Party-Mensch war, der Menschen abholen konnte, inspirieren konnte. Und ab dem Tod seiner Tochter ist er komplett in sich zusammengefallen. Und das ist ein hammergeiler Film. Also jeder, der den Film noch nicht geguckt hat, eine mega Empfehlung. Cool. Da habe ich Pipi in den Augen gehabt zum Schluss. Ja, sehr cool. Also gerade Filme, die Emotionen auslösen, das ist auch wertvoll. Thema Bücher, drei Bücher von dir. Du hast schon eins genannt. Hast du noch zwei, die du uns empfehlen kannst? Oh, Norm, das ist schwierig, da jetzt auf so eine Frage zu antworten. Warum? Weil
ich sage ja, ich hab tausende von Büchern gerade echt schon gelesen und mein Schrank, wer mich im Video verfolgt, in meinen YouTube-Videos, da oben hast du so die, in meinem obersten Schrank sind so die Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, ja. Das ist so, da die sind auch immer schön hier nach Reihe sortiert, was das nächste Buch, was ich lese. Ich glaube, wenn ich dir jetzt zwei Bücher nennen würde, würde ich alle anderen Autoren nicht wertschätzen in dem Bereich. Alle Bücher sind geil. Also Buch, was ich empfehlen kann, ist zum Beispiel, und das ist auch so eins, was ich für mich persönlich extrem cool finde, das ist Die Zeit der Macher ist vorbei von Boris Grundl. Auch Boris Grundl, ein hammergeiler Typ. Also wer Boris noch nicht verfolgt hat, verfolgen. Ja, so viel Know-how, so viel Weisheit, weil es gibt ja, ich sag mal, es gibt einen Unterschied zwischen Weise, ja, also das Wissen und Weisheit. Wissen ist das, was du aufnimmst für dich selber, und Weisheit ist das, was du an Erfahrungen für dich mitnimmst und aber auch aktiv umsetzt. Ja, was bringen mir zigtausend Bücher, was bringen mir 10.000 Seminare, die ich besuche, wenn ich das Erlernte nicht aktiv umsetze? Ja, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Also ich meine, lies lieber ein Buch und handel, ja, also komm ins Handeln, anstatt 1.000 zu lesen und nichts mitzunehmen. Ja, ja. Völlig klar. Ja. Und dein drittes Buch? Schwierig, ey, echt schwierig. Auch ein geiles, ja, okay, auch ein geiles Buch, auch ein, mache ich jetzt ein bisschen Werbung für meinen Buddy, ein hammergeiles Buch, Alexander Hartmann mit dem Elefanten durch die Wand. Sehr cool. Ja. Auch ein geniales Buch. Also gerade für Menschen, die so gerade in der Situation stecken, dass sie einen Job vielleicht ausführen, weil sie den ausführen müssen, ne? Rechnungen müssen bezahlt werden und bla bla bla. Auf der anderen Seite aber auch gerne so was machen wollen, was sie wirklich motiviert. Ja, wo sie sich selbst entwickeln wollen. Also das ist ein geiles Buch, kann ich nur empfehlen. Stark. Und alle anderen auch. Gib uns einfach ein Foto von deiner Bücherwand. Okay, letzte Frage. Welche drei Mentoren kannst du uns für Come to Coach empfehlen? Wen sollen wir noch ansprechen? Ich weiß gar nicht, Stefan Friedrich, ist der schon da drin? Ich glaube nicht, ne? Dr. Stefan Friedrich, erste Empfehlung. Mhm. Einer meiner Mentoren, ja. Mhm. Tobias Beck, einer meiner Mentoren. Mhm. Und Boris Grundl, einer meiner Mentoren. Okay, super. Ja, mein lieber Lorenzo, vielen Dank für deine Story. War vor allen Dingen auch, dass deine Tochter mit im Podcast-Interview jetzt dabei war. Das ist eine sehr geile Geschichte, weil es wirklich nochmal auf den Punkt bringt. Und das will ich wirklich nochmal hervorheben. Wie du selber gesagt hast, tu es für dich selbst zum einen, aber vergiss vor allen Dingen auch nicht die Menschen, die du liebst in deiner Umgebung. Das finde ich einfach auch nochmal eine wichtige Botschaft für diese Welt. Kannst du uns noch so deinen allerletzten Abschlusstipp mit auf den Weg geben für ein glückliches und erfolgreiches Leben und wie wir dich am besten erreichen können? Mein eigenes Zitat, danach lebe ich auch. Das ist mein Glaubenssatz, den ich mir selber aufgelegt habe, so drücke ich es jetzt einfach mal aus, ist: Mach dein Leben zu deinem Lieblingssong und du wirst jeden Tag tanzen und singen. Sehr stark. Das ist die Brücke, cool, die ich nach draußen trage. Und die zweite Frage war, Entschuldigung, wie wir dich erreichen können. Also, ihr erreicht mich unter www.lorenzo-schibetta.de. Mhm. Ich bin gerade dabei, meine komplette Homepage up-to-daten. Das heißt, da hat man die Möglichkeit, sich in einen Newsletter einzutragen, und dann wirst du immer wieder mit den aktuellen Informationen auf dem Laufenden gehalten. Also es wird ein Newsletter kommt jetzt bald raus, ein Blog wird geschrieben, ein Podcast ist gerade in der Mache. Dann kann man mich verfolgen, auch auf YouTube. Mhm. Lead Like a Rockstar TV. Kurz llar.tv. Auch da könnt ihr mich verfolgen. Da habe ich die, und da werden wir beide natürlich definitiv auch ein Interview führen. Da habe ich die geilsten Trainer, die geilsten Coaches, die geilsten Speaker, vor allem aber Führungskräfte und Unternehmer mit drauf. In einem knackigen, kurzen, 10- bis 15-minütigen Interview, so wie die Menschen sind. Da geht es mir in erster Linie auch da wieder nicht um die Funktion, sondern um den Menschen. Und die erzählen so ein bisschen aus ihrer Spielkiste, sage ich mal. Und auch die Interviews sind super spontan. Einfach mal reingucken, einfach mal die Videos anschauen. Genau. Cool. Wir verlinken alles in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Ich sage ein herzliches Dankeschön an dich,
Lorenzo, vielen Dank für deine Zeit, für die frühe Stunde. Und wünsche dir das Beste. Bis bald, mein Lieber. Ja, ich danke dir für deine Zeit und dass ich heute ja mal den Jungs und Mädels ein paar Impulse geben konnte. Danke für deine Zeit. Danke. Sehr gerne. Bis bald. Ciao, ciao. Bis bald. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Wenn ihr über neue Podcast-Folgen automatisch informiert werden wollt, dann nutzt gern unseren E-Mail-Service. Ich lege jeden Monat für euch exklusiv ein kostenloses E-Book obendrauf. Gebt dafür einfach markenrebell.de ein und dort auf der Page könnt ihr euch in die E-Mail-Liste eintragen. Also wertvollen Content ohne Werbung, ohne Spam versprochen für eure Inbox. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wäre es großartig, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet, um mir eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Dauert nur wenige Sekunden und ihr helft mir dabei ungemein, die Show hier für euch noch viel, viel besser zu machen. Ansonsten schaut euch unbedingt noch unsere Mobile-App Come to Coach an. Wir bauen hier mit ausgewählten Mentoren die erste Mobile Academy für Führungskräfte und Unternehmer auf. Freut euch auf wertvolle Inhalte von wertvollen Menschen, die mit euch in Live-Video-Coachings ihr Wissen teilen. Mehr dazu unter Come to Coach, also Come, Zahl 2, Coach.academy. Alright, that's it. Alle Links wie immer in den Shownotes. Nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.